geraten sind. Plötzlich kam ein Typ zu uns, er roch ziemlich mies aus dem Mund und schrie mich an, dass ich nicht geladen bin. Wir machten uns nicht ins Hemd und feuerten weiter und gehemmt, was uns Frau laut anschrie. Okay, jetzt reicht's! Sie hat uns geflucht und rumgekeift, sah so aus, als wenn sie uns gleich zerreißt, doch sie wusste nicht, dass jeder von uns drauf scheißt. Wir feuern an und jeweils los dann auf unseren Freundeskreis, weil wir zusammenhalten auf jeden Preis. Denn wo es auch in eine Ehre ist, kann trotzdem keine Schande sein. Handhaben im US-Bild das nächste Jahr. Wo es auch in eine Ehre ist, kann trotzdem keine Schande sein. Das hat sogar mein Opa schon gesagt. Also ins Maul und schenk lieber nochmal nach. Weiter dann zur nächsten Feier, die Party ging uns auf die Eier. Also auf geht's ins nächste Dorf. Es schien toll, ganz friedlich dort. Eine Stunde waren wir vor Ort, da kam auch schon der erste Typ. Erst hat er noch ganz lieb gelacht, auf uns danach gleich angemacht, was uns einfallen würde, hier aufzuschlagen. Ignoranz fällt uns leicht, der Typ hat weiter rumgekreischt, doch wir feierten weiter, ohne nachzufragen. Wir feiern an und nebenbei stoßen an auf unseren Freundeskreis, weil wir zusammenhalten um jeden Preis. Denn wo es auch in eine Ehre ist, kann trotzdem keine Schande sein. Handhaben im US-Bild das nächste Jahr. Wo es auch in eine Ehre ist, kann trotzdem keine Schande sein. Das hat sogar mein Opa schon gesagt. Also ins Maul und schenk lieber nochmal nach. Noch mal nach!